Hallo liebe Stealth Action Survival Fans. Heute will ich euch was zum Tarnungsindex, das ist das rot umkringelte da oben, von Metal Gear Solid 3 erzählen. Der Tarnungsindex zeigt euch in Prozent an, wie gut ihr von den Feinden gesehen werden könnt. Stehend, wie in unserem Beispiel, ist der Held natürlich leichte Beute. Kniet er sich dagegen hin, verschmilzt er schon ein wenig mehr mit seiner Umgebung. Je höher der Tarnindex, desto schlechter seid ihr zu sehen. Noch besser als sich hinzuknien ist es natürlich, sich flach auf den Boden zu legen. Der Tarnindex steigt nochmal um 20%. Wer wie ein Berserker durch den Dschungel sprintet, ist natürlich ein echter Blickfang. Auf offenem Gelände sinkt der Tarnungsindex dabei sogar ins Negative, während hohes Gras euch zumindest ein bisschen Deckung bietet. An diesem Beispiel könnt ihr sehen, wie sehr die Umgebung in den Tarnungsindex mit einbezogen wird. Läuft Snake durch den Schatten, steigt der Index an. Kommt er dagegen in helles Sonnenlicht, sinkt die Anzeige wieder. Die richtige Art, sich an Gegner heranzupirschen, ist natürlich weder der Sprint noch der normale Gang. Deswegen kann Snake auch schleichen. Weil er dabei keine lauten Geräusche macht, ist der Tarnungsindex ein wenig höher als beim normalen Gehen. Wer sich relativ schnell fortbewegen und trotzdem nicht auf den ersten Blick gesehen werden will, der krabbelt einfach auf allen Vieren über den Waldboden. Ihr seht also, sich auf allen Vieren fortzubewegen ist immer besser als aufrecht. Deswegen gibt es bei Metal Gear Solid 3 auch die Möglichkeit, sich kriechend an Gegnern vorbei oder an sie heranzuschleichen. Auch die gerade ausgerüstete Uniform wird in den Tarnungsindex mit einbezogen. In unserem Beispiel hat Snake eine Uniform mit Feuermuster an. Das ist im hohen Gras keine besonders gute Tarnung und deswegen wird er auch sofort entdeckt. Anders verhält es sich mit dem ausgerüsteten Blattmuster. Im hohen Gras steigt der Tarnungsindex auf immerhin 65%. Der Gegner muss schon zweimal hinsehen, um Snake zu entdecken. Ein Wechsel von der stehenden in die gebückte Haltung trägt ebenfalls zur Tarnung bei. Hier seht ihr dieselbe Vorgehensweise nochmal mit der Feueruniform. Vom Stand in die gebückte Haltung, aber wegen der auffälligen Uniform wird Snake trotzdem entdeckt. Das gleiche Spielchen nochmal. Der Soldat wird aufmerksam, aber Snake wechselt die Uniform. Der Tarnungsindex steigt und der feindliche Soldat glaubt einer optischen Täuschung erlegen zu sein. Beim Wegkriechen schaffen wir diesmal sogar einen Indexwert von 100%. Bevor wir zur Gesichtsbemalung kommen, nochmal ein ganz abstruses Beispiel. Schneeuniform und Baum. Das passt irgendwie nicht zusammen. Deswegen muss Snake jetzt Fersengeld geben. So wird's richtig gemacht. Die passende Uniform für den Baum und der Index steigt auf 95%. Trotzdem wird der patrouillierende Soldat allerdings auf unseren Einzelkämpfer aufmerksam und geht der Sache nach.
Zeit abzuhauen. Das ist schon viel besser. Passende Uniform und schwarze Gesichtsbemalung. Der Index steigt auf 100%. Snake ist praktisch unsichtbar für die Patrouille. Hier zeigen wir euch nochmal eine kleine Beispielszene. Snake ist im Dschungel unterwegs, bemerkt eine Wache, wechselt die Uniform und presst sich an den Baumstamm. Aus dem Zusammenspiel von Uniform, Gesichtsbemalung und Umgebung ergibt sich ein Tarnungsindex von 100% und Snake ist für die Wache praktisch unsichtbar. Unbemerkt kann er seinen Weg fortsetzen. Natürlich ist es immer besser, sich leise davon zu stehlen. Man kann nämlich nie wissen, ob nicht noch jemand in der Gegend herumschleicht. Da ist nämlich schon der nächste Gegner. Der wird auf uns aufmerksam, deswegen wechseln wir die Uniform und treten kriechend den Rückzug an. Wie der Wechsel der Uniform im fertigen Spiel aussehen wird, konnte uns Konami noch nicht sagen. Fest steht lediglich, dass die Überblendungen in unseren Beispielen Platzhalter sind und noch ersetzt werden müssen. So, der Soldat hat das Interesse verloren und wir können uns vorsichtig weiterpirschen. Hier ist noch eine weitere Beispielsituation. Da steht ein Wachposten, also geht's hier nicht weiter. Deswegen wechselt Snake mal schnell die Uniform. Und bewegt sich unbemerkt auf allen Vieren an dem Typen vorbei. Achtet auch mal darauf, wie sich der Tarnindex verändert, wenn Snake jetzt vom Schatten in die Sonne kommt. So, mal schnell die Lage checken. Da sind zwei weitere Gegner. Also wieder Uniform wechseln. Und im Schatten bleiben. Der Index steht bei 95%. Wir tragen noch etwas Gesichtsbemalung auf. Und die Soldaten können uns nicht mehr sehen. Jedenfalls, solange wir uns ruhig verhalten. So, Gefahr gebannt. Wir können uns vorsichtig weiter bewegen. Dabei immer schön aufpassen, dass wir auch im Schatten bleiben. Und zum Abschluss unseres Survival-Lehrgangs gibt's nochmal einen kleinen Schocker. Allerdings nicht für euch, sondern für den gegnerischen Soldaten. Ah!